Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 81 von Star Vector. Ja, unseren Spielstand laden wir gerade. Und dann geht's auf nach Uomus, oder sind wir da schon? Weiß ich gar nicht. Gucken wir mal gerade hier, ob wir da irgendwo eine Karte finden. Jo, da sind wir schon drin. Und dann fliegen wir hier zur Security Station. Speeding up time, ne? Passiert nur nicht. Gut, jetzt aber. Ach, da sind wir schon da. Wunderbar. Gut, dann gucken wir da mal rein. Erstmal holen wir uns hier unseren Nachschub dafür. Gut. Und dann gucken wir mal bei Fleet, wie das Angebot so aussieht. Lauter Transportschiffe. Das sind Mining Ships, oder? Ja. Ja, der wäre hier ganz nett, ne? Was kann der denn so? 2 Medium Missiles, 3 Medium Ballistics und 5 Small Universal. Ja. Problem ist, hatten wir ja mit diesem Frachter oder so, ne? Dass wir hier so eine Wahnsinnsrate dann haben, wenn wir zu viele Schiffe haben, ne? Das geht nämlich jetzt gar nicht mehr, ne? 8, 10, 12, 13 Schiffe haben wir. Und ich glaube, das ist irgendwo das Maximum, ne? Hier, also Current Logistic Rating ist 8 mal so. Irgendwo stand das hier, ich weiß jetzt auch nicht wo. Also wenn wir noch eins dazu kaufen, dann sind wir überladen, dann kostet es uns hier irgendwie auf jeden Fall einen Haufen Moos, leider. Gut, das heißt, wir müssen jetzt gucken, aber warte mal. Unser Fleet. Wir könnten ja auch mal gucken, dass wir zwei davon wegtun. Und Rosen kaufen, ne? Die gibt's doch gerade hier im Angebot, oder? 12.000 ist doch nix, ne? Was konnten die laden? Cargo-Kapazität 115, das sind 230 und er hat 810, ne? So diese Kleinen hier noch durch die Gegend zu fahren, ist also sowieso Blödsinn, ne? Was kostet neuer? 12.000. Ist auch nicht schlecht, oder? Verkaufen wir die doch, oder? Okay. Okay. Wieso haben wir denn jetzt hier 28 am Tag? Oh. Das versteht jetzt keiner, oder? Kaufen wir mal. Und dann wieder 4,2. Interessant. Okay, das passt aber. Gut, und dann wäre es ja schön, so einen noch zu haben hier, ne? Können wir den denn jetzt auch noch kaufen? 4,2 pro Tag. Was braucht er denn hier am Tag? 3, das wären 7,2 am Tag. Hm, ist ein Haufen, ne? Können wir den jetzt kaufen? 4,5 nur am Tag. Okay, nehmen wir. Was haben wir hier für einen? Custom Gunship. Okay, Verteidigung. Das ist ein Träger. Eigentlich auch über, ne? Was haben wir hier für einen? Destroyer. Und da auch noch ein Destroyer. Hier haben wir noch so einen. Was trägt der denn? 345. Kommt mir so vor, als ob wir die besser auch noch verkaufen. Den weg. Okay, und das war auch noch einer, ne? Ich glaube der erste oder so, den wir hatten. Ach nee, das ist kein. Das ist hier ein Dingens, ein Verteidigungsschiff ist das. Da gehen die alle rein, ne? Okay.
Was haben wir hier? Destroyer. Noch ein Destroyer. Gunship. Das ist der Carrier und das ist ein Destroyer, ne? Ja. Wollten wir jetzt noch einen von den großen kaufen? Okay, machen wir. So, jetzt brauchen wir noch Personal. 8 fehlen uns. Gut, falsch. Da einmal hin. Was kostet's? Regular brauchen wir. Nehmen wir mal 16. Confirm. Wie sieht's mit der Flotte aus? Jetzt fehlt nirgendwo einer. 4,9 am Tag, das ist auch okay. Aber hier ist nur 71%. Naja, okay. Wird schon werden, oder? Refit müssen wir dann noch machen, genau. Ist der ausgerüstet? Ja. Kann man die kopieren? Nein. So, der hat jetzt nichts drauf. Lass mal gerade gucken, was der hier hat. Schilder und Extended Cargo Bay. Das. Das hat er. Und Extended Cargo Bay, das hat er. Gut, und dann muss er noch verteidigungstechnisch was haben, ne? Mikrolaser. Hört sich doch toll an, oder? Das ist auch okay. Das. Auf beiden Seiten. Jetzt haben wir nur noch 4 frei. Dafür haben wir noch 30. Also 15. 2x8 und 2x7. Da gehen nur 10 rein. Super. Da auch. Ja. Das heißt, die Dicken müssen sein. Jetzt fehlen uns noch 10. Da ist der Vierer montiert, das heißt, hier müssen auch 4er rein, wahrscheinlich. Den kriegen wir noch nicht. Das heißt, hier muss irgendwo was geändert werden. 10er auch. Jetzt haben wir noch 5 über. Da den großen. Da haben wir 4. Ein Punkt wäre noch zu vergeben. Gibt's aber nichts. Na dann da. Dorthin. Auto. Okay. Den haben wir auch gekauft, ne? Genau. Da haben wir eine Hauptwaffe. Was haben wir denn? 5 kleine. Was können die denn? Okay, da ist der Mikrolaser dran, ne? Das ist klar. Hier hinten. Autocannon oder Kinetic Rockets. Kinetic Rockets hier in der Mitte rein. Dann haben wir hier noch einen. Autogun. Dann gehen die alle da rein. Oh, da kann man auch einen anderen setzen. Warte mal, dann machen wir erst den noch. So, die haben wir alle. Den haben wir auch. Das heißt, nur noch diese 2 fehlen uns. Jetzt gehen wir erst hier in den Laden. Shields. Ach so, hier dieser Burn-Dings, der Bumster, den bräuchten wir auch noch, ne? So, jetzt haben wir noch 12 über.
Ja, dann kommen die da auch leider nur hin. Ach so, auf der anderen Seite ging gar kein anderer. Aber passt doch wunderbar. Auto, okay. So, hier Burn Regulator, das wäre noch interessant gewesen, ne? Ja, die Shields weg. Den weg. Ach, der geht gar nicht, oder haben wir schon? Ne. Dann bleibt das so. Und das unterste müssen wir auch noch ausrüsten. Super. Burn Regulator, da ist er sogar. Auch 20 Punkte braucht er. Was macht er denn? Ja. Prozent weniger, ein Drittel weniger Kraftstoffverbrauch in dem Sinne. Die Geschwindigkeit sinkt auch um 1. Was hat denn der für eine Geschwindigkeit? 4, dann wären es nur noch 3. Haben wir sowieso, glaub nur. Wer ist denn da mit 3 unterwegs? Ist auch jetzt nicht hier unser Kreuzer, Destroyer, ne? Ne, der hatte 6. Die sind ja flott unterwegs, das kann's nicht sein. Sechs. Neun. Ist der Miner das hier? Ja, der ist es. Der zieht's auf 3 runter. Ist der schon ausgerüstet? Ja, das heißt, es fehlen uns. Der ist auch schon ausgerüstet. Ne, dann fehlt uns nur noch der. Den nehmen wir nicht. Die nehmen wir auf jeden Fall. Und das. Da gehen ja nur die. Oh, da gibt es jetzt noch einen weniger sogar noch. Ah, dann bauen wir da vorne so einen ein und hinten den. Jetzt haben wir noch 4 Stück zu vergeben. Wir haben gerade mal 10, das heißt 2,5. Und da vorne geht nur ein Cannon rein. Haben wir schon alles leer gekauft hier, wa? Hm. Machen wir so und müssen wir woanders das weitere einbauen, wenn es dann irgendwann soweit ist. Gucken, dass wir das hinkriegen. Aber er hat erstmal Verteidigung. Auto, okay. Und dann sind wir hier mit durch. Gut. Gucken wir nochmal hier gerade rein. Hatten wir schon aufgefüllt, ja. Und leave. Orbital Factory, waren wir da schon? Ich glaube nicht, oder? Und was gibt's hier zu kaufen? Das gleiche in grün. Grün ist gut, ne? Okay, das war's da. Können wir Tech-Components kaufen? Special Offers sind. Ah, Planetenscanner oder Mineral Scanner. Ja, brauchen wir erstmal nicht. Leave. Und dann ab zum Sprungtor. Und wir gucken uns den nächsten Planeten dann an, oder? Aber da würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.